Ich habe heute diese DVD im PC drin. Die DVD von Jurassic Park 3 aus diesem Steelbook. Ist ja keine DVD, also keine Blu-ray, ist ja nur die DVD. Und hab da schon mal so ein bisschen reingeguckt. Erstmal muss ich dazu sagen, habe ich es geschafft. Oder es war vielleicht auch schon der Verkäufer gewesen. Ich weiß es nicht. In die The Lost World CD vom zweiten Jurassic Park Film sieht man das. Man sieht es natürlich nicht. Aber hier ist ein Kratzer drin. Da sieht man es leicht, ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich das gewesen bin, aber ich frage mich auch wirklich, wer auf diese bescheuerte Idee kommt, da so Greifhaken reinzumachen in diese DVD-Box, dass du diese scheiß DVDs da einfach nicht rausbekommst. Und ja, so. Musste also schon eine DVD drunter leiden, aber ich habe jetzt hier. Oh. Jurassic Park 3. So, den lege ich jetzt ein und dann starten wir die Sause auch. Das ist auch wieder sowas Blödes. Ich weiß, es geht nicht anders, aber wenn jetzt hier, wenn ich jetzt die dritte CD hier reinlegen will, passt die da nicht mehr hin. Die muss ja da drunter geschoben werden. Da muss ich die obere erst wieder rausmachen, um die untere reinzusetzen. Und bis bei diesen Haken, wo du wirklich jedes Mal glücklich bist, wenn du es schaffst, die CD rauszumachen, ohne dass sie kaputt geht. Naja, gucken, wie lang es hält. Und danke, dass mich einfach niemand darauf hingewiesen hat, dass der Chat nicht im Stream zu sehen ist. So. Viel besser, meine ich. Okay. 3, 2, 1 und Play. So. Übrigens, wenn ich sage Play, dann meine ich dann, der Moment startet dann, wo dieses, wenn der Film einfach losgeht, ne? Also wenn das Universal-Zeichen kommt und so ein Kram. Der Countdown ist tatsächlich stehen geblieben. Das macht aber gar nichts. Ich muss ihn einfach nur offen lassen. Der ist nicht stehen geblieben. Ihr seht ihn einfach nur nicht weiterlaufen. Aber ja. Müsste jetzt stimmen von der Zeit, oder? Sollte jetzt auf jeden Fall funktionieren. Man hört nichts. Nee, nee, du hörst auch nichts. Das kann ich eben nicht machen wegen den Copyright-Rechten. Das heißt, alle, die jetzt hier mitschauen, haben den Film selber eingelegt oder eben per Stream gestartet, also per Netflix oder Amazon Prime oder wie auch immer. Und ihr könnt euch anhand des Timecodes da oben, ne, da oben, orientieren, wo wir jetzt gerade beim Schauen sind. Das heißt, wenn du die DVD zu Hause hast, die Blu-ray, was auch immer, kannst du die gerne einlegen, kannst zu dem Punkt vorskippen, wo wir eben gerade sind, und kannst den Film dann parallel mitgucken. Ist eben eine Alternative dafür, wenn es den Film gerade nicht bei Amazon Prime gibt und wir eben keine Watch Party machen können. Anders geht das leider aktuell noch nicht. Ja, eine der mysteriösesten Szenen in Jurassic Park, die wir eigentlich relativ nachvollziehbar aufgelöst haben, meine ich, oder?
Schauen wir zusammen mal die Doku, die ich erwähnt habe. Ja, ich habe das auch schon überlegt, aber es haben halt so wenig Leute Apple TV Plus. Und du kannst die halt nicht per Watch Party mitstreamen. Das funktioniert leider nicht. Deswegen wird das eher schwierig werden. Der Nebel ist ein Mörder, ja. Der Nebel ist halt wirklich der Killer. Was meint ihr überhaupt? War meine Theorie okay? Also passt es so von wegen, das waren die Pteranodon? Oder sagt ihr, nee, das ist der Spinosaurus gewesen? Mir hat erst heute jemand geschrieben unter einen Kommentar, man hätte kurz vor dem Nebel so ein Flatschen gehört im Wasser. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nach dem Motto, da wäre irgendwie ein Saurier oder irgendwas ins Wasser gesprungen. Keine Ahnung. Ich liebe Alan Grant einfach so sehr, ey. Hey, Mark ist da, juhu, wie geil. Wie kann es überhaupt sein, dass Alan und Mark sich immer noch nicht kennen, aber Ellie und Alan anscheinend beste Freunde sind und Ellie und Mark schon Kinder haben? Was ist da abgegangen, ey? Ah, Foreshadowing. Auch Alan hasst ihn in Wirklichkeit so sehr. Aber Alan ist doch über die ganzen Jahre hinweg, ist der jetzt schon so ein bisschen. Wie sagt man das, ohne beleidigend zu wirken? Kann man sagen, hängen geblieben? Ich meine, ihr müsst euch überlegen, Jurassic Park 3 spielt im Jahr 2001, Jurassic World Dominion 2022 soll der spielen, ne? Oder 21, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall schon ein paar Jährchen später. Und Alan ist immer noch genau der gleiche Kerl wie auch in Jurassic Park 3. Der hat sich null weiterentwickelt. Wir sind gerade hier bei Minute 6. Sekunde 22. Ach, das wäre auch so was Schönes gewesen. Hätte man das ein bisschen mehr ausgebaut, auch so diese Beziehung zwischen Ellen und Ellie, dann wären sie halt eben nur Freunde gewesen. Wäre auch okay. Ich meine, Ellen, hängt ja anscheinend sehr an seinem Saurier-Ausgraben und so ein Kram, und Ellie möchte ja unbedingt Kinder haben. Dass das irgendwie nicht passt, das ist ja vollkommen klar. Aber das kommt hier auch so aus dem Nichts, ne? Ja, aber habt ihr das gebraucht, dass Alan und Ellie in Jurassic World Dominion nochmal großartig zusammenkommen mit so einem Kuss am Ende? Ich weiß ja nicht. Vor allem stellt aber einfach jeder Jurassic Park und auch Jurassic World Film, in dem Studenten vorkommen, Studenten da wie die letzten arroganten Vollpfosten. Oder? Ich meine, es gibt sehr viele Studenten. Ich will da gar nichts sagen. Ich bin auch so voll der, also ich, nee, weiß nicht.
ich will nicht sagen, ich bin Anti-Student, weil ich auch selbst studiert habe, aber ich war nie so der Typ, der es so richtig geil fand zu studieren. Ja, es gibt schon sehr viele Studenten, die Idioten sind. Doch, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, doch, doch, doch. Ja, alles gut. Ja, dass sie Kinder bekommen hat, war aber halt eine konsequente Weitererzählung. Konsequente Weitererzählung der Geschichte, oder nicht? Ich habe Werbetexter und Konzeptioner studiert. Das wird jetzt wahrscheinlich den wenigsten was sagen. Aber Werbung halt. Keine Macht der Erde oder des Himmels. 5 Minuten später fliegt er trotzdem hin. Und da hilft mir aber auch keine Aussage von wegen, naja, er fliegt ja nur drüber. Also wenn du so Schiss vor dieser Insel hast, dann fliegst du da auch nicht einfach nur drüber. Kannst mir nichts erzählen. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, ganz wichtige Frage, die Szene kommt nämlich gleich, woher kennen sich eigentlich Billy und Mr. Kirby? Weil Mr. Kirby taucht auf und sagt, wie geht's Ihnen, Billy? Also er muss Billy wohl schon kennen. Die Szene kommt aber noch. Die zwei allerbesten Männer, die er auftreiben konnte, sind übrigens auch die ersten beiden, die einfach sterben, wenn sie auf der Insel angekommen sind. Ist John Hammond schon tot in der Filmwelt von Jurassic Park 3? Das weiß ich gar nicht. Der Schauspieler ist da schon tot gewesen, meine ich. Aber war der John Hammond-Charakter auch schon im Film tot? Wird es irgendwo mal erwähnt? Auch das ist so eine Beziehung zwischen den beiden jetzt hier, wo man merkt, da hätte man irgendwie noch mehr draus machen können, oder? Ich meine, der Film geht ja nur 90 Minuten, steht es hier drauf. Sekunde. Ist ja auch egal, auf jeden Fall geht der Film halt sehr kurz. Und da hätte man vielleicht auch noch sowas mit einbauen können. Naja. Jurassic Park 3 ist eben einfach ein netter Unfall. Was, vielleicht ist Kirby ein Sponsor von Billy, aber sponsort was? Das ist schon abgefahren, wenn man sich überlegt, dass heutzutage wirklich so 3D-Drucker einfach für zu Hause existieren. Also die kosten natürlich einen Arsch voll Geld. Aber die gibt's. Ich würde mir damit so viel Scheiße ausdrucken. Ich bin so froh, dass ich so ein Ding nicht habe. Wo habe ich da gerade viele Ideen? Angefangen mit einem T-Rex-Helm für den Hund. Wer genau ist gestorben? Der Schauspieler, wie hieß er denn? Der Schauspieler von John Hammond. Ist eigentlich auch ein bekannter Schauspieler gewesen. Mir fällt der Name aber gerade nicht ein. Ja, aber Mr. Kirby finanziert doch jetzt erst die Ausgrabung von den beiden, oder nicht? Ich glaube tatsächlich, dass dieser Satz, wie geht's Ihnen, Billy, dass der aus dem ursprünglichen Drehbuch noch stammt, dass der übrig geblieben ist.
Ich muss noch mal ein Video machen. Ich weiß, ihr könnt es auch nicht mehr sehen zum ganzen Jurassic Park 3 Thema. Ja, zwei Videos kommen aber auf jeden Fall noch. Einmal meine Version von Jurassic Park 3 anhand aller Szenen, die wir nicht bekommen haben, anhand aller Skripte, die wir nicht bekommen haben. Und noch mal ein Video über ein ursprüngliches Skript, was quasi ganz am Anfang diskutiert wurde. Denn da wurde auch diskutiert, oh Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen, dass Mr. Kirby, der erst ganz anders hieß, irgendwie in Kontakt mit Billy stand. Ich weiß aber nicht mehr genau wie. Und ich könnte aber wetten, dass der Satz, wie geht's Ihnen, Billy, aus diesem Drehbuch noch stammt. Oder die Idee, dass die sich eben kennen, stammt aus dem Drehbuch. So, ich lasse mal kurz den Hund in den Flur. Können wir die Buchbesprechung auf Twitch abhalten? Ey, das hast du, glaube ich, schon mal vorgeschlagen, kann das sein? Ich finde das eine saugute Idee. Ich finde das eine richtig geile Idee, dass man das wirklich live auf Twitch machen könnte. Ich hatte nämlich erst vorgehabt, nach meinem Ranking jetzt von den Jurassic World Filmen, die jetzt eben noch kommen, dann danach die Buchbesprechung nach und nach rauszuhauen. Aber es würde echt Bock machen, mit euch darüber zu diskutieren. Das würde, glaube ich, richtig viel Spaß machen. Buchbesprechung live auf Twitch. Ja. Wir machen das dann wie in der Schule früher. Ihr kommt alle in Discord rein und jeder muss einen Satz vorlesen oder eine Zeile vorlesen. Und dann sage ich dann irgendwann, Lennox, du bist dran. Und da musst du weiterlesen. Und wer sich verliest, wird prinzipiell ausgelacht. Wie das halt so war in der Schule früher. Richtig assi. Na, sieh mal einer an. Grant fliegt ja doch in Richtung Insel. Hat Alan Grant gerade mit seiner Bezahlung geflext? Ich glaube schon, gell? Ja, Robert Muldoon, der Schauspieler, er starb ja auch schon viel zu jung. Ich weiß gar nicht, wie alt er gewesen ist. Hammond 2014 erst. Oh. Der von Udesky auch schon, krass, Mann. Wer falsch liest, backt einen Kuchen, finde ich. Nee, wir machen das ganz anders. Wir machen das als Hausaufgabe. Wir machen jede Woche eine Buchbesprechung. Und als Hausaufgabe liest ihr ein Kapitel. Und wer das nicht macht, der muss einen Kuchen backen. Muss den einfach an, jetzt aktuell müsste er ihn an um die 30 Leute schicken. Das wird teuer. 30 Kuchen backen. Viel Spaß. Auch dieser Satz wieder. Ey, Jurassic Park 3 ist einfach so ein geiles Mysterium. Ich finde das so interessant, dass Cooper einfach sagt, er kennt sie durch unsere Kirche. Ich wette auch, das kommt aus einem ursprünglichen Drehbuch. Ich wette, da gab es ganz viele Hintergrundinformationen noch über die Figuren. Beste Stelle. Ich liebe sie. Ah, es ist schon lustig. Ich frage mich halt wirklich, wer in so einem Pitch-Meeting sitzt, ne? Das sind ja dann so ganz viele Leute, so die höchsten Leute von Hollywood. Ja, gerade wenn es eben heißt, wir machen eine Fortsetzung zu Jurassic Park und jetzt den dritten Teil. Und dann hocken dann da diese Oberbosse und dann sitzt da irgendwie einer und sagt, Entschuldigung, ich habe da eine Idee. Wie wäre es, wenn Alan Grant im Flugzeug einschläft und träumt von einem sprechenden Raptor? Und die sitzen einfach da und überlegen und denken sich dann, ja, lustiger Gedanke. Irgendein brillantes Hirn. So. Ich tippe mir hier übrigens gerade nicht fünf verschiedene Energy Drinks rein, falls ihr das denkt. Das hier ist einfach nur Eistee. Die gibt es jetzt nämlich auch von Holy. Und die netten Mitarbeiter haben mir einfach noch so ein dickes Paket geschenkt mit Eistee von Holy. Ich lebe jetzt nur noch von Holy.
Wenn es Bratwurst von Holy gibt, schwöre ich euch, lebe ich nur noch von einem Sponsor. Richtig gesund. Bratwurst, Energy Drinks und Eistee. Ja. Werde ich auf jeden Fall. Ja, die 40 erreiche ich dann gerade mit Glück. Brutzler ist auch geil. Aber Alan checkt's halt auch gar nicht gerade, ne? Ich überlege gerade, du kannst ja bei Jurassic Park 3 anständig, an jeder Szene, kannst du irgendwas aussetzen im Endeffekt, ne? Ich überlege gerade eigentlich schon ziemlich krass, dass ich so sehr über Jurassic World Dominion rummecke und diesen Film so liebe. Aber er ist halt einfach besser. Ich muss den Hund mal ganz kurz in den Flur lassen. Ich glaube, der Hund will die Katze fressen. Vor allem lassen die einfach Cooper ganz konsequent im Stich. Also mit so einer Konsequenz einen Menschen im Stich zu lassen, ist schon sehr stabil auf jeden Fall. Cooper ist ein Profi, der schafft das schon. Schon mal der erste Spruch, der eigentlich gar nicht geht. Und jetzt gleich einfach zu sagen, geh von der Landebahn weg. Mit der Aussage, ich kann nicht mehr bremsen, aber die Landebahn geht schon noch ein Stückchen, das sehen wir ja auch. Also, ja. Ja, Jurassic Park 3 darf das auch. Ich muss mal ganz kurz, ich habe aktuell so extrem trockene Lippen, was wahrscheinlich an meiner Mangelernährung liegt und von diesen ganzen, man sieht das hier gar nicht, wie das hier einfach aussieht, ey. Ich habe einfach zwei Dinger voll Tee gemacht und noch einen Energy Drink hier stellen. Hat der Spinosaurus eigentlich jemals eine Wunde davon getragen? Die sieht man auch, die Wunde, echt? Bist du dir da sicher? Er hat aber auch einen Babyraptor erschossen. Von welchem Idioten hast du dieses Gerücht gehört, ey? So ein Schwachsinn. Hätte man aber ruhig. Nee, das verstehe ich halt auch nicht. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, ja, die hatten wahrscheinlich eh nicht genug Zeit gehabt, um den Film fertig zu produzieren, weil da ja sau viel schief gegangen ist. Wir schauen uns auch mal demnächst eine geile Doku hier auf Twitch live an, wo die darüber sprechen, was da alles schief gegangen ist. Die Szene mit dem Baby-Spino hätte einfach schon so viel richtig gebogen. Und hätte den Spinosaurus auch eher so dramatisch dastehen lassen, oder? Also, Anführungszeichen dramatisch, aber ich. Ja, das hätte echt gefehlt. D
Das war übrigens auch schon hier ein neues Studio, was diese animatronische Puppe vom Spinosaurus gemacht hat. Und die haben das, finde ich, nicht so gut hinbekommen wie bei Jurassic Park 1 und 2. Gerade jetzt bewegt er sich so sehr steif, finde ich, wie in so einer Geisterbahn. Aber ansonsten sieht es halt schon ziemlich geil aus, das Vieh. Auch jetzt hier, Achtung, Animatronik ist einfach das Beste, was du machen kannst. Es gibt noch ein Bild von mir, da habe ich in Universal Studios gestanden. In Los Angeles. Und da war hinter mir diese animatronische Spino-Figur. Die haben sie quasi irgendwann da ausgestellt. Und konntest halt Bilder dran machen. Ich müsste mal gucken, wo ich das hab, das Bild. Irgendwo auf meinem Rechner ist es auf jeden Fall noch. Da gab es ja auch Leute, die gesagt haben, ja, es ist ja komisch, dass der Spinosaurus den das Flugzeug so rumkickt, ne? Aber ich habe für den Hund, habe ich auch so ein Spielzeug, da machst du Leckerlis rein. Und um die zu bekommen, muss der halt dieses Ding drehen und wenden und alles. Das ist halt innen drin mit Gummi ausgelegt, damit da die Schmeckis nicht so leicht rausrutschen. Und er checkt das ja auch. Der Spino macht gerade nichts anderes, als seine Schmeckis zu suchen. Und weil die halt nicht rauskommen wollen, wird er jetzt ein bisschen bäs. Was ich nachvollziehen kann. Ja, und da haben wir jetzt die beiden Bäume, die ihn aufhalten. Wird übrigens nie kritisiert, ne? Es wird immer nur gesagt, ja, aber der könnte ja auch bei der Tür, die später noch kommt, einfach außen rumlaufen. Ja, der könnte aber auch einfach bei den Bäumen außen rumlaufen, bin ich mal der Meinung. Ich komme nicht dran. Doch. Glaubst du, dass der Typ, der vom Spinosaurus plattgetrampelt wurde, direkt tot war? Wenn er Glück hat, schon. Aber ich glaube auch, dass du den Biss nicht gespürt hast. Wenn dir so ein Riesenvieh den Kopf abbeißt, das ist... Da raffst du gar nichts mehr. Jetzt ganz kurz. Ich finde das immer noch den geilsten Kampf, nicht den aufwendigsten, aber den geilsten Kampf in der Jurassic-Reihe. Ihr treibt mir mal bitte in den Chat rein, was ihr von diesem Kampf haltet. Liege ich damit so falsch? Ich finde einfach, du hast auch so wenig verschiedene Kameraeinstellungen. Die Kamera ist quasi statisch und du siehst genau, was abgeht, ohne Schnittgewitter. Ich finde das sau cool. Haben erstmal Paul Kirby eine gescheppert, jawohl. Mitten in die Fresse. Kampf ist eine 8 von 10. Was ist eine 10 von 10 im Jurassic-Universum für dich? Oder gibt es das gar nicht? Eine Extended-Version von Jurassic Park 3, ja, wird es nicht geben. Ein Remake. Ey, wenn ihr Jurassic Park remaken wollt, dann den dritten Teil. Und dann baut aber auch in Jurassic Park 3 schon mal Biosyn ein. Damit die nicht so aus dem Nichts herauskommen. Das wäre echt cool. Auch sehr dumm, sehr dumm. Wenn du jemanden entführst, damit er dich auf einer Insel mit Dinosauriern herumführt, informier dich doch vorher mal, ob die Person auf der Insel gewesen ist oder nicht. Weil hier ist die Antwort einfach nein. Im Endeffekt hätten sie ihren Malcolm entführen müssen. Und der ist aber nicht so handzahm wie wie Dr. Alan Grant.
einfach alle außer einer überlebend ist. Es ist halt die größte animatronische Figur. Der Spinosaurus, meinst du? Das kann sein, aber das hat ja nichts mit Qualität zu tun. Es kommt nicht auf die Größe an. Bisschen kurz, ja, das finde ich auch. Der Kampf war schon sehr kurz. Ich finde auch den Dialog gerade zwischen den beiden echt interessant. Also du merkst einfach, dass da wirklich mehr hinter dem Film steckt, als wir eigentlich sehen. Das sind so Dialoge, die sind irgendwie so abgehackt. Du kannst damit nicht wirklich viel anfangen, weil du nicht unbedingt verstehst, worum es geht, aber du merkst halt, dass da eine Geschichte dahinter steckt. Das CGI, ich finde nicht mal, das ist besser als in Jurassic World. Es ist aber einfach nur weniger platziert. So, ich kann das mal versuchen zu erklären. So wie es mir erklärt wurde. Wenn du alles in CGI darstellst, hast du quasi eine einzige Ebene. Ja, auf dieser einen Ebene gibt es natürlich auch dann verschwommene Details, die den Hintergrund darstellen sollen und eben klare Details, die den Vordergrund darstellen sollen. Trotzdem ist es eine Ebene. Und das siehst du. Wenn du aber jetzt wie hier echte Sets hast und setzt in die echten Sets CGI rein, hast du auf einmal zwei Ebenen. So wie jetzt hier mit, der sieht man ganz gut eigentlich mit den Händen, der Vergleich passt eigentlich ganz gut. So, weißt du, wie ich meine? Und deswegen fällt es eben auf, auch bei der neuen Herr-der-Ringe-Serie. Das ist kein schlechtes CGI, es ist aber einfach nur zu viel CGI. Und deswegen wirkt das alles so plastik und billig. Billig. Plastik und billig. So. Die sind einfach alle nicht, was sie vorgeben zu sein, ey. Die lügen sich alle gegenseitig an. Zu geil. Nee, der Countdown ist bei mir 2 Sekunden weiter, als ich beim Film bin. Der Trizytroklotz. Was hörst du? Die Kirby Enterprise sogar auf dem Dino-Tracker zu sehen. Echt jetzt? Wo ist die? Wahrscheinlich in den USA, ne? Das ist lustig. Das stimmt. Guter Punkt. Das hätte Alan auch machen können. Ja. Da hast du vollkommen recht. Alan hätte sich auch mal über die Firma erkundigen können. Obwohl, welche Firma hat Mr. Kirby genannt? Vielleicht gibt es die ja wirklich. Und wenn ich sagen würde, ich bin Geschäftsführer von Amazon, die Firma gibt es ja wirklich, aber es stimmt halt einfach nicht. Der Spinosaurus verfolgt die Leute, also im ursprünglichen, nicht mal im Skript, die ursprüngliche Idee ist gewesen,
dass Cooper, der verletzt aus dem Dschungel rausrennt, das Baby vom Spino getötet hat. Und da hat dann Mama Spino ihn aber bei erwischt und deswegen ist er halt so auf Rache aus. Macht's jetzt mehr Sinn, weiß ich halt nicht, aber trotzdem wäre das eine ganz coole Szene gewesen. Hallöchen, gerade von YouTube, vom YouTube-Video gekommen und den Twitch zuerst entdeckt. Schön, dass du dabei bist. Doch, dass die immer so rumschreien muss. Es gibt so Sachen, die muss man einfach nicht machen. Wie im Stau zu hupen. Der Stau geht dadurch nicht weg. Oder halt immer rumzuschreien. Ja, klar, müsste es dazu auch einen Vater Spinosaurus geben, aber der Gedanke war ja noch gar nicht so weit entwickelt. Das war ja noch nicht mal in einem fertigen Drehbuch drin. Das war so der Grundgedanke bei so einem Pitch-Meeting einfach mal gewesen. So hätte das Ganze ablaufen sollen. Hättest du jetzt aber auch einen Papa Spino noch gebraucht? Ich meine, wir wissen ja, es müssten zwei sein. Wo der andere ist, wäre mir da eigentlich relativ bums gewesen. Ich weiß nicht, ob man das hätte erklären müssen, so zwingend. Ben ist durch den Unfall gestorben. Da gibt es einen wirklichen Drehbuchauszug. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Und ich meine, ich habe sogar den Drehbuchauszug dazu im Video gezeigt, wo drin steht, dass Ben ursprünglich durch den Aufprall auf die Bäume umgekommen ist. Durch die ganzen Verletzungen dadurch halt. Dass quasi die Äste von den Bäumen sich durch ihn durchgebohrt haben. Und ja, der ist dann eben verblutet da oben. So ist er gestorben. Warum ist der Spino eigentlich nicht mehr da nach Jurassic World 3? Ist er gestorben? Nach Jurassic Park 3 meinst du? Nee, es gibt ja Vermutungen, dass er in Camp Cretaceous, dass es derselbe Spino ist, aber man hat im Endeffekt den Spinosaurus nur nicht mehr eingebracht in den späteren Filmen, weil Teil 3 gefloppt ist. Jurassic Park 3. Das war der einzige Grund, warum man gesagt hat, nee, für dieses typische, wir distanzieren uns von den schlechten Filmen, das ist der einzige Grund. Was hat Billy eigentlich mit den Eiern vor? Ich meine, wenn er die verkauft hätte, wäre das doch extrem scheiße gewesen, oder nicht? Deswegen ist Alan aber auch, glaube ich, so sauer später auf ihn. Ich muss jetzt gerade mal den Chat hier irgendwie rüberkriegen, damit ich nicht alles nach unten gucken muss. Ah, das ist schön so. Das ist schön so. Sehr gut. Wie fandest du den letzten Kinoteil der Jurassic Park Saga? Das ist doch der. Oder meinst du Jurassic World Dominion? Ich weiß, ich hab wirklich auch gesagt, ich meckere über Jurassic World Dominion nicht mehr wirklich oft rum, weil das ja auch vielen nicht so passt, das ist vollkommen okay. Wenn du jetzt aber fragst, ich fand den Jurassic World Dominion eher weniger gut. Es gibt Leute, die sagen, ey, der war geil, es gibt auch, ey, Peterio hat gemeint, durch den Extended Cut wäre das ein komplett anderer Film geworden. Ich sehe das leider nicht. Tut mir echt leid, ich sehe im Extended Cut, wenn ihr euch den Film kauft, dann im Extended Cut, ja. Aber das ist exakt derselbe Film, nur halt mit mehr Szenen, die man nicht zwingend gebraucht hätte. Außer vielleicht zwei Stück, die ganz interessant sind. Man hätte Biosyn vielleicht einfach ein bisschen früher einführen müssen. Das wäre schon mal eine Vorgehensweise. Zumal man ja auch wusste, dass Jurassic World eine Trilogie wird. Das war von Anfang an als Trilogie geplant gewesen. Da hat man wohl nicht weit genug gedacht. Das Star Wars Phänomen. Nicht umsonst sagen ja auch viele, Star Wars und Jurassic Park haben jetzt den gleichen, die gleichen Prequel-Schwierigkeiten bekommen. Sequel-Schwierigkeiten, sorry.
Aber Jurassic Park 3 fühlt sich wirklich sehr beklemmend an, finde ich. Oder? Haben wir jemanden hier im Chat, der den Film wirklich gar nicht mag? Wahrscheinlich eher weniger. Weil ich glaube, sogar Leute, die den Film nicht mögen, würden mir doch zustimmen, dass dieses Feeling einer Insel, auf der die Natur sich ihren Platz zurückgeholt hat, das Feeling, das passt doch da perfekt rein. Dieses Dreckige, dieses Verwahrloste. Das ist jetzt eine Szene, die hat ja Nico sehr angekreidet in unserem Podcast. Da kannst du auch schlecht positiv für diese Szene sprechen. Nicht, dass Amanda so dumm ist und nicht versteht, dass das hier kein Embryo ist. Ja, das ist schon mal das eine. Sondern, dass der Raptor weiß, wie er sie austricksen kann. Ja, ist halt eine dumme Szene, die ist aber halt für den Moment einfach nur gemacht. Ich meine, da ist es schon in Ordnung. Oh Gott, warte. Ich bin eher neutral, ich bin einfach mit Jurassic World aufgewachsen. Da triffst du aber auch genau den richtigen Punkt, glaube ich. Du musst dir mal überlegen. Ich zum Beispiel, ich bin ja mit Jurassic Park damals aufgewachsen. Dann war Jurassic Park 3 halt ein Riesenflop gewesen im Kino. Und dann mussten wir ja ewig lang warten. Wie lange mussten wir denn warten? 14 Jahre, glaube ich, warten, bis Jurassic Park weitergeht. Was meinst du, was sich da in unseren Köpfen für Erwartungen angehäuft haben? Und dann kauft man Jurassic World raus und macht Fanservice. Der Film konnte es eventuell auch gar nicht bei meiner Generation richtig machen. Weil diese lange Zeitspanne, die wir warten mussten, war einfach viel zu groß. Also, wenn du damit aufgewachsen bist, glaube ich, hat das nochmal einen ganz anderen Stellenwert für dich. Das verstehe ich schon. Jetzt ist mein Fuß eingeschlafen. Ah. So. Das sieht geil aus, das CGI, finde ich, von denen. Jetzt haben wir auch wieder animatronische Puppen hier. Diese Szene sollte übrigens ursprünglich, Jurassic World greift ja ganz gerne mal Szenen auf, die nicht in den anderen Filmen aufgetaucht sind, aus Gründen, wie auch immer. Hier sollte eigentlich ursprünglich Dr. Alan Grant mit einem Motorrad vor den Velociraptoren flüchten. Das haben sie dann später eben in Jurassic World reingepackt. Und in Dominion ja auch nochmal. Wo Chris Pratt vor den Atrociraptoren, heißen die so, flüchtet. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Ich fand den ganz, ach Gott. Ich fand den ganz okay, den Film Jurassic World, ein neues Zeitalter. Es geht fast nur noch um Heuschrecken, Plagen. Auch animatronisch hier, das ist, da hockt wirklich ein Typ in so einem Roboter quasi. Das sind die Füße vom Raptor, die sind halt echt animatronisch. Ziemlich cool. Ja, mit den Heuschrecken das Ding, die hätten vielleicht Jurassic World Dominion einfach mal in zwei Filme aufteilen sollen. Dass wir im ersten Film sehen, okay, die Welt, wie leben wir in der Welt mit den Sauriern zusammen? Und dann in Teil 2 geht es dann erst um Biosyn. Das wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen. Und wie haben die das aber jetzt gemacht, die Raptoren? Haben die ihn wirklich am Leben gelassen, dass er sich noch irgendwie bewegen konnte? Oder meint ihr, da hat der Raptor, der auch Alan gesagt hat, im Gebüsch gehockt und hat den wie so eine Marionette mit so Schnüren gelenkt, dass der so... Ich glaube, zweites stimmt wirklich. Ich glaube, dass der Alan Raptor der Drahtzieher ist. Und hier bei der Szene jetzt gleich, Achtung. Wie geil wäre es denn, wenn der Raptor, der gleich vor Dr. Alan Grant auf den Baumstamm springt, Alan gesagt hätte?
Das müsste ich einfach jetzt mal vorstellen, wenn der Raptor jetzt gleich wirklich Alan gesagt hätte. Achtung. Konzentriert euch. Jetzt. Und Alan! Es wäre schon geil, komm. Es wäre schon echt gut. Udesky ist jetzt tot, ja. Udesky hat's erwischt. Eric! Bei mir ist das ganz seltsam, wie ich mir die Filme angeschaut habe. Erst Jurassic World 1, dann Jurassic Park, Jurassic Park 3, Jurassic Park 2. Alter, Jurassic World 2 und Jurassic World. Dominion meinst du wahrscheinlich dann zum Schluss. Das ist sehr wirr. Das ist sehr wirr. Aber die Filme sind ja an sich auch abgeschlossen in sich, ne? Also da ist es nicht so dramatisch, glaube ich. Ich mag Teil 1 bis 3 auch. Ja, die Raptoren in Jurassic World 3, das sind Atrociraptoren. Wenn die so heißen. Oder verarschst du mich gerade, weil ich es falsch ausgesprochen habe? Wenn nicht, das sind die auf jeden Fall. Was hier ist ein neuer Mod? Ich bin ein neuer Mod. Ich bin dein neuer Discord-Moderator. Ach, Graf Beagle. Graf Beagle, habe ich doch mal gesagt. Das bist du, glaube ich, ne? Schön, dass du hier auch am Start bist. Das sind aber auch Riesendosen, was der da frisst, ne? Wäre spannend mal zu sehen, was hätte Eric gemacht, wenn die Dosen leer gewesen wären. Wisst ihr übrigens, wer gemeint ist mit der mit dem Stachel? Also ich könnte mir vorstellen, dass er damit wirklich den Spinosaurus meint, weil Spinosaurus bedeutet ja aus dem Lateinischen ins Deutsche Stachelechse. Ich meine, das ist der Grund. Ich wollte mir Malcolms Buch mal wirklich kaufen. Du kannst dir Malcolms Buch einfach bei Amazon bestellen. Auf Englisch aber halt. Ja, aber Ian Malcolm hatte einfach recht gehabt am Ende. Der hat von Anfang an gesagt, was für eine dumme Scheißidee es einfach ist, diesen Dino-Park aufzubauen. Er hat es dann in Jurassic World Fallen Kingdom nochmal gesagt. Er hat es in Jurassic Park 2, The Lost World, hat er es gesagt. Nur eben nicht mehr in Dominion dann. Da hat er sich dann gedacht, scheiß drauf, ihr trafft's ja eh nicht. Sagt er im Englischen nicht sogar Spine, nur schlecht übersetzt? Könnte sein. Interessant. Dornenechse bedeutet das, meinst du? Ja, okay, gut, Dor, ja.
Wie eh niemand auf ihn gehört hat, richtig. Doch, ist es. Es ist auf jeden Fall ihre Schuld. Die haben schon als Eltern extrem versagt, die beiden. Und jetzt hocken die da und sagen sich gegenseitig, ja, es ist nicht deine Schuld, ah, deine auch nicht, doch, 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 doch. Wie kam denn das Kind auf dem Paraglider mit so einem Freak, der über die Saurierinsel fliegen wollte? Da muss wohl einer von beiden ja gesagt haben. Ich hätte auch gern so einen Schnauzer wie Paul Kirby. Einfach so. Hier so alles abrasieren. Aber der hat so einen flauschigen. Ich habe so einen stachligen Bart. Wenn ich gegen die Wand springe, bleibe ich so hängen. So wie in so einem Klettverschluss. Eric hat aber auf jeden Fall echt Glück gehabt, dass er diesen Truck oder was auch immer das ist gefunden hat. Weil da ist ja alles drin, ne? Da ist ja auch die Waffen waren da drin. Militärfahrzeug ist es. Waffen waren da drin. Nahrung war da drin. Getränke waren da drin. Stellt euch mal vor, da wäre nur so ein Kasten Bier drin gewesen und Eric wäre total voll gewesen, als Grant ihn findet. Der Allen Raptor ist der wahre Feind, richtig. Von Anfang an gewesen. Es ist einfach nur schade bei Jurassic World, dass man hat zu viel Energie darauf verwendet, Nostalgie hervorzurufen. Jurassic World ist ein reiner Fanfilm. Wir haben jetzt keinen neuen Park mehr gebraucht, aber jeder wollte es halt irgendwie sehen. Das heißt, du hast einen kompletten Film damit verbracht, einen Fanservice-Film zu schaffen. Und hast die Story damit nicht unbedingt weitergebracht. Man hätte wirklich einfach ganz stur nach Jurassic Park 3 ansetzen können. Es wurden Morde oder Sichtungen von mysteriösen Wesen auf dem Festland entdeckt. Und dann würde das Ganze so mysteriös aufgebaut werden und am Ende bekommen wir dann eben raus, okay, die Firma Biosyn scheint an Dino-Waffen zu arbeiten. Dann hätten wir im ersten Teil schon Biosyn eingefügt und wir hätten so ein kleines Mysterium eben aufgebaut. Wir hätten diesen Park nicht gebraucht. Durch diesen Park kamen wir erst in die Bredouille, eine Geschichte zu uns auszudenken, die Saurier von der Insel aufs Festland bringt. Und auch die hat für mich nicht funktioniert. Man hätte gleich auf dem Festland anfangen sollen. Direkt auf dem Festland anfangen. Biosyn wäre direkt von Anfang an in Jurassic World 1 involviert gewesen. Und am Ende gab es dann eben diesen Twist, aha, die stecken hinter diesen Morden auf dem Festland. Das wäre so eine Geschichte, wo ich sagen würde, hätte ich ein bisschen geiler gefunden. Jetzt kommen wir hier zum Klingelings, Bino. Die Szene ist halt wirklich bescheuert. Gott, die Idee mit den Dino-Menschen-Mutanten, Mann, hör mir auf, ey. Hör mir auf. Da war ich auch wirklich froh. Also als am Anfang rausgekommen ist, dass der Indominus Rex eine Mischung aus Oktopus und irgendwas sein sollte, da gab es auf einmal so Konzeptbilder. Vielleicht kennt ihr die auch. Ich meine, ich habe das sogar mal in einem Video eingefügt, das Bild, wo du einen T-Rex-Körper gesehen hast, und der hat anstatt ein Gesicht, hat er so Oktopusarme aus der Fresse sprießen gehabt. Und ich dachte so, ey, nein, bitte nicht. Und dann haben sie den Indominus Rex veröffentlicht, im zweiten Trailer zum Film, und da habe ich mir gedacht, okay, geil. Der sah doch echt gut aus.
Also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir keine Dino-Menschen-Hybriden bekommen haben. Aber Jurassic World geht immer noch weiter. Also Jurassic, das Franchise geht immer noch weiter und dreht auch immer weiter ab. Mal gucken, was wir noch alles bekommen. Meine Theorie ist ja auch, ganz kurz, coole Szene. Nee, ist schon bescheuert. Das ist schon bescheuert mit dem Telefon im Bauch. Meine Theorie ist ja, dass die neue Jurassic World Serie, in der Sydney, so heißt die Hauptfigur, den Arm verliert. Das hat einen Grund, warum die den Arm verliert. Und ich wette mit euch, es geht irgendwie darum, dass man mit Gentechnologie versucht, ihren Arm wiederherzustellen dann, letztendlich. Ob man sie dann vielleicht damit lockt, zu BIOS hinzukommen, weil die Serie spielt ja zwischen Jurassic World 2 und Jurassic World 3. Jetzt kommt eure Lieblingsszene. Ja, der Spinosaurus war einfach direkt vor der Tür und die haben noch genug Zeit, um die Tür zuzumachen. Da denke ich mir halt auch, war das denn so schwer, wenn der Spinosaurus ja CGI gewesen ist, den nach hinten zu setzen, dass er eben nicht direkt vor der Tür war. Naja. Auf jeden Fall meine Theorie ist, dass wir mit der neuen Jurassic-Serie, die wir nächstes Jahr bekommen, wird die Gentechnologie mehr eingeführt werden. Die Heuschrecken waren jetzt nur der Anfang gewesen, jetzt geht's weiter mit dieser Gentechnik. Wollen sie es machen, ey? Sollen sie damit auch mal richtig am Rad drehen? Du kannst damit ja so viel machen. Aber entweder du lässt es sein und machst wieder nur Dino-Zeug oder du drehst mal so richtig am Rad. Wie krass wäre es denn, wenn Sydney einfach anstatt einen Menschenarm einen T-Rex-Arm bekommen würde? Jetzt lacht ihr alle, ne? Aber der T-Rex-Arm ist ja nicht klein. Nur im Vergleich zum T-Rex, der kleine ist ja schon so groß, glaube ich. Hi, servus, wie geht's? Mr. Phoenix, jetzt ist runtergeswitcht. Mr. X Phoenix, servus. Schön, dass du auch mit am Start bist. Das Paläontologengespräch, das kommt noch. Das ist gerade alles ein bisschen in Verzögerung. Weil mein Ansprechpartner da gerade ein bisschen heftig beschäftigt ist. Ich habe jetzt allerdings auch noch hier bei uns in der Gegend abgefragt, weil hier gibt es einfach eine Ausgrabungsstätte um die Ecke. Eine kleine im Vergleich zu Frankfurt, aber da habe ich jetzt auch mal angefragt. Wir gucken gerade Jurassic Park 3. Das Meisterwerk von irgendeinem Regisseur. Jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, ich mag auch die Pteranodon-Szene. Die finden auch sehr viele sehr scheiße. Ich finde die sehr cool. Und ich bin nicht mal der größte Fan von Flugsauriern. Ich finde die eigentlich relativ langweilig meistens. Aber ey, die Szene haben sie einfach saugeil inszeniert. Ich fand die Serie genial. Du meinst Camp Cretaceous, meinst du wahrscheinlich, ne? Was der Arm eines Abelisaur... Oh Gott. Wäre lächerlich. Wäre das ein winziges Ärmchen oder was? Ey, Schattenlurch, geil. Extreme Dinosaurs, na klar kenne ich das noch. Ich habe sogar noch drei Figuren irgendwo davon. Wie hießen die denn nochmal? Ah, verdammt. Splitter gab es ja einmal, das war der aber nicht. Wie hieß denn der mit den, diesen Laserkrallen? Hex, kann das sein? Hieß der Hex? Den T-Rex hatte ich noch, den Namen weiß ich aber gar nicht mehr. Der hatte einfach drei Finger in der Serie. Wohnst du in der Nähe von sowas? Sollenhofen? Nee.
Also der nächste Ort hier, wo die Ausgrabungsstätte ist, das ist nicht der Ort, in dem ich wohne, aber das ist Messel, nennt sich das. Ich mag Flugsaurier. Magst du auch den aus Jurassic World Dominion? Diesen, wie heißt der? Quaxo, Lazo, Blatzo oder so? Wird Phoenix ausgesprochen. Ich heiße wirklich so, kein Witz. Ist ein amerikanischer. Ja, Phoenix kennt man. Das machen die Amis ja mal ganz gerne. Meine Cousine heißt mit Nachnamen Peach. Also Pfirsich. Das ist wie wenn ich mit Nachnamen Kartoffel heißen würde. Aber das gibt es da öfter. Meine Großcousine heißt Autumn. Also Herbst. Die geben da gern mal so einen Namen raus. Aber auf Englisch passt das einfach auch. Auch Phoenix hört sich echt cool an. Wir Deutschen haben halt Namen wie Günther. Oder Tobi. Er heißt schon Tobi. Brooklyn auch, genau, auch so ein Ding. Extreme Dinosaurs kannst du aber auch, glaube ich, alle Folgen auf YouTube gucken. Die müsste es da geben. Quetzalcoatlus, den meine ich genau. Okay, du schreibst gerade sogar selber, genau. Die gibt es alle auf YouTube, ja. Es kommt noch eine Serie von Jurassic raus. Die haben jetzt noch keinen Namen veröffentlicht. Es wird wohl Jurassic World sein, weil die Serie spielt definitiv zwischen Jurassic World 2 und 3. Aber wie die genau heißt, die Serie, weiß man eben noch nicht. Man weiß nur, dass es um Sydney geht, eine Hauptfigur eben, die einen Arm verliert aufgrund eines Zwischenfalls mit einer Kreatur. Und da habe ich die Theorie, dass wir eventuell sogar einen neuen Dino-Hybriden vorgestellt bekommen. Sonst hätte man nicht gesagt Kreaturen, sondern Dinosaurier, bin ich der Meinung. Aber ey, wer weiß. Jurassic Sydney, ja. Ich weiß nicht, ob Tobi ein amerikanischer Name ist. Kann sein. Ich weiß es halt echt gerade nicht. Dieses Flugsauriergehege, das fällt mir jetzt eben gerade mal auf. Seht ihr, wie lange das nach hinten gezogen ist? Das ist ja unfassbar riesig. Ich würde sowas einfach mal voll gerne sehen, wenn noch mehr Serien rauskommen werden von Jurassic. Wenn sie da jetzt wirklich ein Jurassic Universe aufbauen wollen, einfach mal eine Serie oder einen Film über Anlage B, wo sie noch funktioniert hat. Ich würde zu gerne mal sehen, wie das alles so miteinander funktioniert hat. Und schönen Kick geben. Vor allem einfach einen Kick gegeben. Das ist Alan Grant als Badass hier. Ich liebe es, dass man hier so viele Saurier sieht. Aber jetzt nochmal ganz kurz, und das ist wirklich jetzt kein Bashing auf Jurassic World Dominion. Sagt mir eure Meinung gern dazu. Hier haben die Saurier doch wesentlich mehr zu tun als in Jurassic World Dominion, oder nicht? Ey, Phoenix, ja, auch eine Vorgeschichte wäre geil. Die einfach dann nichts mit Sauriern zu tun hat, wo es dann quasi nur darum geht, wie John Hammond es geschafft hat, das ganze Vorhaben geheim zu halten. Nur wie eben auch im Buch. Dass man vielleicht dann immer noch so weit geht, man zeigt noch ein paar Unfälle, die passiert sind während dem Park, während der Park aufgebaut wurde.
Man kann hier schon sehr geile Nebenstorys erzählen. Auch mal so ein Was wäre wenn? Was wäre, wenn der Park wirklich funktioniert hätte und nie geschlossen worden wäre? Sau interessant, ey. Wir hätten auf jeden Fall, ihr seht in Jurassic Park 1 im Hintergrund, wo die beim Essen sitzen, ist im Hintergrund ein Plakat, wo drauf steht Jurassic Park Europe. Also die würden auf jeden Fall, der Plan war schon da, einen Jurassic Park in Europa aufzubauen. Das wäre passiert. Eine Was-wäre-wenn-Geschichte wäre ich auf jeden Fall voll dafür. So, jetzt kommt hier der Moment, wo der Pteranodon zurückguckt. Das hat nämlich Nico im Podcast auch gemeint, dass er die Szene so seltsam fand, weil der Pteranodon in die Kamera reinschaut. Aber der Pteranodon schaut ja nicht uns an, sondern er schaut ja schon zu Alan rüber. Das war, glaube ich, kein Meta-Moment. Lieber Nico. Übrigens könnt ihr auch sehr gerne mal Nikos Kanal abonnieren. Den werde ich hier mal verlinken. Für alle YouTube-Leute, die das jetzt hier auf YouTube sehen. Auch hier ganz kurz. Ist hier aber nicht auch so ein Denkfehler bei der Konstruktion? Ich meine, wie kommt man auf die Idee, einfach unter dem Gehege ein Loch zu lassen? Weil man sagt, ja, die können eh nicht schwimmen. Aber was, wenn sie irgendwann doch mal schwimmen? So, immer dieses, die machen das ja eh nicht, das ist meistens eine sehr dumme Einstellung. Gerade wenn es um Sicherheit geht. Was soll schon passieren? Das ist scheißegal. Ich schnall mich auf der Autobahn nicht an bei 200 km/h. Und dann kracht's irgendwann. Spätestens beim Vulkanausbruch wäre der Park Geschichte. Ja, aber dann gäbe es ja noch andere Parks, trotz allem. Ja, der Jurassic Park wurde 93 eröffnet im Film, oder? 93? Jurassic World Fallen Kingdom spielt 2000... Oh Gott. 17 oder 18. Ist auf jeden Fall eine Menge Zeit, um auch noch woanders Jurassic Parks aufzubauen. Ey, auch das mit dem Mosasaurus ist ein riesiger, riesiger Filmfehler. Du kannst mal gucken, die Karte vom Jurassic World Park. Das Gehege ist mitten auf der Insel und es gibt keinen Fluss, der ins offene Meer führt. Es macht einfach keinen Sinn, dass der Mosasaurus in Jurassic World 2 entkommen ist. Das hätte nicht funktionieren sollen. Aber auch hier gibt es eine Antwort dafür, die ich mir noch nicht angeguckt habe, aber es gibt auf jeden Fall wohl eine Erklärung, warum das nicht bedacht wurde. Da mache ich auch nochmal ein Video dann dazu irgendwann. Und die epische Jurassic Park Musik. Ach, wie schön. Das sind jetzt ja auch Brachiosaurier, oder? Verstehe ich auch nicht, warum man da jetzt so zwingend das Design geändert hat. Ja, das mit dem Entkommen von Mosasaurus aus dem zweiten Jurassic World Film, das war aber irgendwie ein Absprachefehler gewesen. Ich habe da gelesen, dass
John Bayona war der Regisseur vom zweiten Film, meine ich, und Colin Trevorrow, die hatten miteinander Kontakt gehabt, weil die Karte nochmal neu gezeichnet werden sollte für die offizielle Website von Jurassic World. Und da wurde wohl gefragt an den lieben Colin, ne? Den Colin, wir geben euch jetzt einen Film mit Riesenheuschrecken, ob das passen würde, wenn das Tor aufgeht und das Tier würde ins offene Meer schwimmen. Und er hätte gesagt, ja, das passt, weil die neue Karte angepasst werden würde. Er hat es dann aber einfach vergessen. So meine ich, wurde das mal gesagt. Ich werde es mir aber nochmal genau anschauen, was da genau gesagt wurde. Was sind eigentlich Ponitas? Das sind Fische wahrscheinlich, ne? Das sagt er doch jetzt. Ponitas. Hört sich an wie ein Pokémon. Also ich meine, die Rexe sind ja auch wahrscheinlich alle wie Rexy vom Aussehen, aber durch die natürliche Vermischung kommt es eben zu... Ja, gut, ja, natürlich, klar. Ich meine, die Velociraptoren sehen ja auch anders aus, das passt schon irgendwie. Wie fandet ihr eigentlich den Terricino? Ich fand den jetzt nicht so sensationell geil. Ich mochte die Szene mit ihm. Eine der besten Szenen aus Jurassic World 3, wo Claire versucht, vor ihm wegzukrabbeln und er sie eben nur hören kann. Aber das Tier an sich finde ich so ein bisschen, weiß nicht. Hätte ich lieber den Spinosaurus gesehen im Film. Sag ich dir ganz ehrlich. Auch so eine saudumme Idee, sich da drin einzusperren. Ich meine, dass das passiert, war doch wohl vollkommen klar. Was haben die gedacht, was jetzt passiert, wenn die sich da drin einsperren? Der Spino hat kurz davor einfach das komplette Flugzeug auseinandergenommen. Eigentlich auch das Einzige, was ihnen bleibt, die, ja, vielleicht hast du recht, ich wüsste jetzt auch nicht, aber keine Ahnung. Auch so ein Ding, dass Ellie ist einfach so ein übertriebenes Superbrain. Die weiß nicht mal, wo Ellen gerade ist. Die hat ja keine Ahnung. Zumindest wissen wir nicht, ob sie irgendwie Ahnung hat. Und sie bekommt einfach nur die Info am Fluss. Und aus der Info am Fluss kann sie heraushören, auf der Isla Sorna, da in der Nähe. Die könnte auch zur Polizei gehen. Die würde jedes Rätsel sofort lösen. Ey, die Saurier-Designs haben vor allem, das muss man auch wirklich sagen, die haben ja wirklich dieses gesamte Dino-Franchise geprägt. Auch dass der T-Rex hat ja diesen Überbiss, ne? Im Film, der hat ja dieses... So. Was auch wohl an den Skeletten ja bewiesen ist, dass der wohl wirklich so einen Überbiss hatte. Aber auch das haben alles später Filme nachgemacht. Sei es Kong, King Kong von Peter Jackson. Mir fällt mir jetzt auch nicht ein. Es gibt generell wenig Dinos, ne? So Dino-Franchise ist noch so ein bisschen...
Dino Crisis wäre was für das Franchise, so dass man mal in Richtung Horror auch gehen könnte. So Horror-Action wie die Mila Jovovich-Filme von Resident Evil, obwohl die nicht gut waren, aber so in die Richtung mehr gehen. Übrigens werde ich auch bald Dino Crisis livestreamen. Ich habe mir jetzt alle drei Teile bestellt. Und hier hätte jetzt ja eigentlich die Szene kommen sollen, in der Alan diese Flöte benutzt, um die Raptoren zu rufen. Was ein super geiles Foreshadowing gewesen wäre auf Jurassic World später und das Zähmen der Velociraptoren. Das wäre echt saugeil gewesen. Die Flöte benutzen, um Oscar zu rufen. Stimmt ja, die Oscar-Witze waren heute gar nicht aktiv. Ihr schwächelt. Ständig verlieben sich Menschen auf diesen Dino-Inseln, ey. Ist ja besser als Love Island. Was kommt nach Jurassic Park 3? Jurassic World, chronologisch. Ja, die Handys waren damals halt echt riesig gewesen. Aber ich sag immer, dass das so meine Zeit gewesen wäre. So die 90er, ich meine, ich bin 1990 geboren. Aber ich hätte so in dem Alter, in dem ich jetzt bin, in den 90ern leben müssen. Das wäre, glaube ich, genau meine Zeit gewesen. Es ist mir heutzutage alles, und das sagt jetzt jemand, der hier live in einem Twitch-Stream hockt, das ist mir heute aber alles zu viel Technik irgendwie. Keine Ahnung. Jo, jetzt haben hier erstmal die Weibchen das Sagen. Die haben nämlich jetzt hier die Hosen an. Wie auch im echten Leben. Wir Männer geben es nur nicht zu. Ja, doch, Jurassic Park 3 sollte ganz früher, ganz am Anfang, als Michael Crichton sogar noch seine Finger noch im Spiel hatte, sollte das auf Anlage C spielen, ja. Das ist richtig. Ja, das ist aber schon. Isla Sorna war schon relativ früh fix, dass es Isla Sorna sein soll. Das Ganze spielt eben auch nach Jurassic Park 2, das heißt, es ist alles viel verwilderter und es spielt an einem anderen Ort. Es gibt sogar eine Karte, die zeigt, wo Jurassic Park 2 spielt und eben auch, wo Jurassic Park 3 jetzt hier spielt. Das sind einfach andere Standpunkte. Die meisten großen Theropoden hatten einen Überbiss. Aber das wurde doch schon, wenn du die Skelette von früher siehst. Da war das doch aber eigentlich klar, oder nicht? Wieso hat man dann jahrelang den T-Rex aufrecht stehend dargestellt? Ja, das ist okay, gut. Hat man vielleicht so ein Skelett gefunden. Aber wieso hat man dann jahrelang den T-Rex dargestellt, als hätte er die Zähne ineinander gekeilt? Das war ja einfach falsch, obwohl man schon Skelette gefunden hatte. Ja, offiziell gibt es auch kein Anlage C. In diesem Franchise generell gibt es kein Anlage C aktuell. Da wird ja gemunkelt von wegen hier die Insel von Camp Cretaceous, aber auch das Anlage A, B und C, das sind ja alles nur Namen, die irgendwie gegeben wurden, damit man die Inseln unterscheiden kann. Aber die Filme spielen nur auf Isla Nublar, Jurassic Park 1, Jurassic World 1, Jurassic World 2 spielen auf Isla Nublar.
und Jurassic Park 2 und 3 auf Isla Sorna. Du hast Jurassic World 3 noch nicht gesehen. Den kannst du dir aber jetzt auch kaufen inzwischen, ne? Der müsste jetzt auch auf Blu-ray physisch da sein. Auch der geilste Kerl einfach. Wie man einfach den Typen, den so einen kleinen Typen mit Anzug und Megafon einfach auf eine Insel stellt mit Dinosauriern. Richtig gutes Militär. Einfach mal Kugelfutter hingestellt. Dinofutter in dem Fall. Man hat immer nur Fußspuren gefunden, aber nie Schleifspuren vom Schwanz. Deswegen hat man dann festgestellt, dass die wohl nicht aufrecht gelaufen sind, oder was? Habe ich richtig verstanden? Hi, servus, schönen guten Abend. Schön, dass du auch hier bist. Sanft, sanft Nachbar. Schön, dass du hier auch am Start bist. Aufrecht waren wir nicht gut für den Rücken. Nee, das stimmt natürlich. Deswegen gibt es auch ergonomische Dinosaurier. Das finde ich jetzt ja auch ein bisschen seltsam, dass die da jetzt so eine schöne Musik drunter legen. So eine fantastische Musik, als wäre das was Tolles, dass die Saurier jetzt frei sind. Eigentlich ist es aber nicht toll. Und die macht noch Witze drüber. Das passt halt so gar nicht. Jetzt müsst ihr einfach so einen Cut geben zu Jurassic World Dominion. Wer lacht jetzt? Ihr Pfeifen. Ey, da sind einfach gerade 3 Pteranodon weggeflogen. Und die lachen darüber und spielt so fröhliche Musik. Haha, wie geil. Guck mal, wie schön. Die fressen wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo ein Kind am Strand. Herrlich. Da, guck, wie schön. Geil. Cut, Flugzeugabsturz. Ja, da müsste man mal echt hoch sich hinsetzen und einfach mal einen anderen Ton drunter legen. So einen düsteren Ton. Joe Johnston heißt der Kerl. Schön war's, schön war's. Schön war's. Jurassic Park 3, naja. Aber ist doch ganz locker mal so zum nebenbei wegsnacken, oder? Deswegen, ich mag den Film einfach trotzdem. Der ist so locker einfach mal zu gucken. Achso, das darf ich ja wieder nicht in die Kamera halten, oh Mann. Ja. Ich mag ihn eben trotzdem. Jurassic Park 3. Schöner Film. Schöner Film. Und hier unterstreicht es nochmal mein Jurassic Park 3 Fanherz. Eine Jurassic Park Trilogie mit einem Spinosaurus auf dem Cover. Geil. Ja. Jurassic Park 2 muss ich mir nochmal neu kaufen, weil ich die CD wohl gefetzt habe, aber es ging mir eigentlich eh nur um diese Box. Dieses Steelbook. 4,99 € bei eBay. Sehr geil. Gut. Ich fand Jurassic Park 3 echt nicht schlecht. Ich finde ihn auch nicht schlecht, aber du musst halt sagen, klar, wenn du jetzt Jurassic Park 1 schaust und dann Teil 3, das sind halt Unterschiede, weil Teil 1 halt noch was erzählen möchte. Teil 3 halt nicht. Aber ich mag das. Wenn die Geschichte fertig erzählt ist und dann kommt noch Teil 3 hinterher, ist es einfach cool. Weil Teil 3 ändert ja nichts an der finalen Aussage von Jurassic Park 2.
So. Ja. Oh, Billy hat überlebt. Ja, wer hätte das kommen sehen, dass Billy überlebt hat? Auch sehr unkonsequent. Hätten sie einfach auch sterben lassen können. Wieso hat er jetzt nochmal überleben müssen? Es gab vielleicht doch wesentlich mehr Pläne für noch ein Jurassic Park 4 mit den Figuren. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich hätte so gern einfach mal so eine richtige Doku, die uns zeigt, was damals alles schiefgelaufen ist. Es gibt ja von Jurassic Park 3, gibt es wohl Dokumentationen, die die Dreharbeiten so ein bisschen mehr beschreiben. Wisst ihr übrigens, was ein Running Gag am Set war von Jurassic Park 3? Das ist kein Witz. Ein Running Gag am Set ist gewesen, dass sie kein richtiges Drehbuch hatten. Kommt sehr gut rüber, wenn du als Regisseur einfach sagst, ja, pff, machen wir einfach mal. Ja, aber müssen wir nicht das noch aufbauen? Keine Ahnung, was wir noch aufbauen müssen. Ich mache das alles frei aus dem Kopf heraus. Ja. Du musst wohl noch was Holz nachlegen, der Kamin geht aus. Ja. Ja. Ich holz am besten die Pflanzen einfach ab und schmeißt die da rein. In den Pseudokamin. Der Schauspieler wollte nicht, dass er stirbt, deshalb lebt er am Ende. Ja, gut, also der hat da wahrscheinlich aber nicht allzu viel mitzureden. Ich meine, wir reden jetzt hier über keinen A-Lister, ne? Das ist jetzt hier kein Tom Cruise oder sowas. Das ist halt ein Typ, dem erlaubt wird, im Jurassic Park Franchise mitzuspielen. Ich glaube, wenn da ein ich habe den Namen schon wieder vergessen, Johnston gesagt hätte, doch, du stirbst, da hätte der auch sagen können, nee, da wäre das scheißegal gewesen. Ey, du sprichst mir gerade aus der Seele, das habe ich auch im Podcast öfter erwähnt. Aber zur Abwechslung ist das ja vielleicht gar nicht schlecht, dass mal nichts erzählt wird, sondern einfach nur ein Dino-Abenteuer auf einer Insel. Das sage ich immer wieder. Jurassic Park ist mit Teil 2 vorbei. Die Geschichte ist erklärt. Was machen wir mit Dinosauriern? Wir lassen die auf der Insel. Da können die ihr eigenes Leben leben. Ob das jetzt wirklich Sinn macht, ob da was schiefgehen kann. Ey, natürlich kann da auch was schiefgehen. Aber die Moral hinter dieser Aussage ist doch ganz klar gefestigt. Und Jurassic Park 3 greift diese Aussage eben nicht an. Es zeigt nur ein Abenteuer in einer Welt, wo Saurier in unserer Welt leben. Nicht auf dem Festland. Aber Teil unserer Welt sind sie ja trotzdem. Dass sie das halt in Jurassic World wieder so zunichte machen, das stört mich immer auch so ein kleines bisschen einfach. Zwei Schauspieler sind zurückgekehrt. Gut, Ellie zähle ich aber nicht mit, oder? Die hat ja halt nur so einen Cameo-Auftritt. Die hätten lieber Laura Dern mitnehmen sollen, anstatt hier Mrs. Kirby, finde ich. Ich habe Teil 3, würde ich sagen, am meisten gesehen von allen Filmen. Und ich sehe das so wie du. Man kann den einfach gut nebenbei mal schauen. Genau, das denke ich mir halt auch. Natürlich hat der Film auch seine Fehler, ganz klar. Aber das ist trotzdem halt ein schöner Film. Und der Film greift halt, wie gesagt, die ersten beiden Filme null an. Er unterstreicht nur nochmal das, was uns Jurassic Park 2 gesagt hat. Lasst die Saurier gefälligst in Ruhe. Denn das sehen wir jetzt hier auch wieder. Schon wieder gehen die Menschen auf die Insel, weil sie der Meinung sind, ey, wir müssen jetzt hier Paragliding machen wegen Adrenalinkick und so ein Kram. Und es geht schon wieder in die Hose. Ja. Aber ich meine, du merkst natürlich auch, dass Jurassic Park eine Buchverfilmung ist und Jurassic World eben nicht. Die haben Elemente aus dem Buch in Jurassic World mit reingepackt, aber die Grundgeschichte ist eben keine Geschichte eines Autors. Und du merkst bei Buchverfilmungen oftmals, dass es eben Buchverfilmungen sind. Weil ein Autor sich wesentlich länger und mehr Gedanken über die Geschichte macht als ein Drehbuchautor. Weil heutzutage haust du halt Filme raus, en masse, raus damit, zack, jeden Tag 3 Marvel-Filme. Muss sein, um die Leute am Ball zu halten. Obwohl man auch sagen muss, dass Jurassic World wirklich lange Zeit gehabt hat, um da was zu planen. Man weiß aber halt nur nicht, wie schnell das gegangen ist von dem grünes Licht. Ihr könnt jetzt einen neuen Jurassic Park Film machen.
bis hin zum fertigen Produkt an. Das weiß man natürlich auch nicht. Aber an sich hätte man hier schon Dinos in der Welt der Menschen zeigen können. Sollte auch ursprünglich so sein. Es gibt, das ist aber kein Skript, aber es gibt, nennt man das Gerüchte? Also es sind zumindest Aussagen von Produzenten, die an dem Film mitgearbeitet haben, dass es eine ursprüngliche Idee gegeben hat, in der zum Teil ein Storystrang auf der Insel war und der andere aber auf dem Festland. Dr. Alan Grant hat in dieser Geschichte nämlich sogar auf der Insel gelebt, so wie Owen Grady quasi im Jurassic World gelebt hat, um die Saurier zu erforschen. Und irgendwann hat man dann aber herausgefunden, dass auf dem Festland Menschen von Pteranodon angegriffen werden. Und aus diesem Grund kam dann erst ein Team auf die Insel zu Dr. Alan Grant, um eben zu gucken, was da wirklich abgeht. Und dann sollten zwei parallele Geschichten sein, einmal auf dem Festland und einmal auf der Insel. Ja. Aber Videos dazu mache ich auch noch. Das dauert halt noch ein bisschen jetzt. Aber ich mache die noch, dass wir das mal komplett abhaken, das Thema Jurassic Park 3. Was da jetzt wirklich alles von Anfang an, Sekunde 1 an geplant gewesen ist und wieder nach und nach alles abgebaut wurde zu dem fertigen Film, den wir jetzt halt hier bekommen haben. Was Jurassic Park ist, ein durchdachtes Meisterwerk, Jurassic World, ein geldbringendes Scheusal. Ja, das ist aber nicht Jurassic World, das ist Hollywood, das ist doch gerade alles. Was ist denn gerade wirklich? Ich freue mich auch deswegen riesig auf Avatar. Einfach ein Typ, der sagt, ey, ich mach meinen Film jetzt einfach mal über 10 Jahre. Punkt. Und dann macht er das auch. Klar kann der Film auch floppen, Avatar 2, aber wenn du heutzutage hörst, es geht mit irgendeiner Reihe weiter, dann weißt du doch von vornherein, okay, da kommt jetzt ein Universe bei raus. Die Mumie, da wollten sie doch auch ein Universe draus bauen. Es muss nicht immer alles ein Universum sein. Es nervt mich so sehr, auch Godzilla machen sie jetzt das große Monsterverse. Nervt. Also habe zwei Filme von den Original 3 gesehen und muss sagen, bereue es nicht, mir die erste Trilogie gekauft zu haben. Nee, auf gar keinen Fall. Und Jurassic World macht dir vielleicht auch Spaß, wer weiß. Das kann doch sein. Wenn ich da einfach auch mal so ein bisschen Sachen ausblenden könnte, dann würde ich Jurassic World auch ein bisschen positiver sehen. Ganz kurz. Irgendetwas versucht hier reinzukommen. Aber es geht eben nicht. Ja. Okay. Nach Marvel will jeder immer Universen schaffen. Das stimmt. Und das kannst du auf Marvel aber auch nicht ankreiden. Ich selber habe mit Marvel auch gar nichts mehr am Hut, weil das mir einfach zu viel ist. Aber die haben eben ihre Formel gefunden. Und das, was sie machen, ist halt eben so noch nie vorher da gewesen in diesem Ausmaß. Und dass da aber jetzt jeder versucht, mitzuziehen, ein Universum aufzubauen, das ist so anstrengend. Auch mit dem, hätte ich einfach einen Jurassic Park 4 halt gemacht. Nee, sie müssen es aber jetzt Jurassic World nennen, weil Franchise aufbauen und bla bla bla. Finde ich echt schade. Aber naja. Was würdet ihr denn jetzt Jurassic Park 3 für eine Punktzahl geben? Wenn ich sagen würde, Jurassic Park 1 wäre eine 10 von 10. Was würde dann Jurassic Park 3 für euch bekommen? Oder von euch bekommen? Eine 5. Das heißt, genau die Hälfte ist okay. Neun von zehn, eine 6, okay. Aber wir fallen schon mal nicht unter die Hälfte. 8 von 10, 9 von 10, Alter. Krass. Dass der so vielen Leuten gefällt, ey. 7 von 10 gehe ich bei dir sogar mit wahrscheinlich.
Von der 9 von 10 ist 8 Despino. Ja, Despino ist schon ziemlich geil. Der hätte aber auch wesentlich mehr Screentime bekommen können, finde ich. 8 von 10, hat man das gerade gehört? Das war wirklich keine Absicht. Okay. 9,5 von 10. Okay, jetzt bin ich interessiert, was ihr jetzt... Okay, was sagt ihr jetzt zu meiner Aussage, wenn ich sage, Jurassic Park 1 ist immer noch eine 10 von 10? Was ist dann The Lost World Jurassic Park 2 für euch? Ich wünsche mir mehr vom Spino zu sehen. Vielleicht kommt da auch noch mehr. Elf von 10. Ihr setzt ja tatsächlich Jurassic Park 2 und 3 auf eine ähnliche Stufe. Das ist ja schon krass. neun, krasse Scheiße. Okay. Heftig. Teil 2 habe ich noch nicht gesehen. Musst du auf jeden Fall mal nachholen. Kannst du noch nicht ranken. Kannst du auf jeden Fall nachholen. Würde ich dir echt empfehlen. Jurassic Park 2 ist echt ein super Film. Auch eine 9 noch, okay, krass. Also Jurassic Park 1 ist eine 10 von 10. Jurassic Park 2 ist auch so 8, 9, 10. Jurassic Park 3 ist 8, 9, 10. Jetzt wird's spannend. Was ist dann Jurassic World? Ich feiere alle drei Filme sehr, aber ich habe die Filme auch als Kind bzw. Jugendlicher geliebt. Ja, das ist halt Nostalgie bei dir, die da auch mitzieht. Das ist bei mir genauso. Jurassic World ist eine 6 von 10, haben wir jetzt hier, okay? Eine 2 von 10, 8, 7. Jurassic World ist jetzt schon ein Stückchen weiter runtergerutscht. 2 von 10 finde ich ein bisschen extrem. Aber 7, ja. 7 von 10 gehe ich wahrscheinlich auch. Ich würde sogar sagen, vielleicht sogar 6 von 10, aber 7 von 10 passt eigentlich schon. 8, 9, okay, krass. 10 von 10, ich bin mit Jurassic World aufgewachsen. Okay, krass. Wir reden aber jetzt hier nur vom ersten Film, ne? Wir gehen gleich nochmal weiter zu den nächsten Teilen. Aber erstmal nur der erste Film, Jurassic World 1 aus dem Jahr 2015, meine ich. Da schwächelt es nämlich jetzt hier auch bei euch schon mit den Wertungen. Jurassic Park 1 habe ich einfach mal entschlossen 10 von 10 gesagt. Vielleicht ist es bei euch ja auch anders. Jurassic World, okay. Jurassic World 2. Wie viele Punkte würdet ihr Fallen Kingdom geben? 3 von 10. Mhm. Jurassic Park 1, 12 von 10. 2, 11 von 10, okay. 6,5, 6,5, 7. 2... Ja, krass, 7. Sechs. Aber guck mal, interessant, dass da auch wirklich, sogar bei Fallen Kingdom, wo alle immer wieder sagen, ich ja auch, oh, was für ein Mistfilm, der ist so schlecht. Wir kommen auch hier, bis auf zwei Bewertungen, glaube ich. Jetzt, da ist die dritte. Kommen wir nicht unter die Hälfte. Aber schon mehr, die halt sagen, 2, 1, also euch gefällt der Film anscheinend gar nicht. Und zum großen Abschluss, was sagt ihr zu Jurassic World Dominion? Wie viele von 10 Punkten würdet ihr Dominion geben? Na, traut sich keiner. 8,5, 3, 10, okay, okay. Nummer 3. 0 ist aber ein bisschen krass. Okay, das variiert ja jetzt ja ganz stark, ey. Der Film ist ja anscheinend echt saukontrovers. Ich meine, das war ja klar an sich, aber 10 von 10 wegen der Extended-Version. Findest du aber, dass die so viel wieder rausreißt? Was würdest du sagen? Wer ist denn das jetzt hier gewesen? Cobra. Was würdest du dem Film geben in der Kinofassung? Wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ich höre ganz gerne eigentlich Rock. Rock höre ich ganz gern. Ich höre sogar ganz gern Country. Country finde ich saugeil. Mir fällt auch gerade auf, da ich die Kopfhörer abnehmen kann. Wo du das mit der Musik erwähnt hast. Weil ich höre ja nichts mehr, ne? So. Dominion 3 von 10.
Cobra, also 6 von 10 der Kino-Cut. Und wie viel hattest du der Extended-Version gegeben? 10 von 10. 4 Punkte macht der Extended-Cut für dich aus. Das ist krass. Ist ja okay. Freut mich, wenn es bei dir so durchschlägt. Was ist deine Meinung zu Jurassic World Alive? Was Rexy, my opinion zu Broken? Das ist mir jetzt zu viel Klumpatsch in dem Satz. Was meinst du mit zu Broken? Ich finde, der ist schon saumächtig, oder? Jurassic World Alive, wir reden jetzt vom Handyspiel. Da habe ich Rexy nämlich auch schon. Und ich finde, er ist immer als Zweiter dran, weil der Rex anscheinend sehr langsam ist. Aber wenn der halt mal zubeißt, gerade wenn der einen Critical Biss macht, kann der schon andere Viecher wegsnacken, die 3-4 Level über ihm sind. Finde ich schon ziemlich geil, das Tier. Auch den Spinosaurus habe ich jetzt auch neu bei Jurassic World Alive. Der hat so eine geile Fähigkeit, der kann die Gegner zum Bluten bringen. Und das ist eine ganz geile Fähigkeit, weil die immer wieder dann Energie abgezogen bekommen. Und der ist auch nicht gerade langsam. Also der kann schon öfter mal als Erster angreifen. Das ist ganz geil. Rexy ist viel zu stark, meinst du? Okay. Jurassic World Alive heißt das. Jurassic World Alive ist das Handyspiel, quasi das Jurassic Park-Äquivalent zu Pokémon Go. Oscar gibt's nicht in Jurassic World Alive, weil das wäre unfair. Was willst denn du da machen? So. Habt ihr schon mal unauffällige Schleichwerbung gesehen? Huch! Ist es normal, dass ich den Scorpius Rex als Geschenk bekommen habe? Echt? Und Blue und Rexy auch als Geschenk in meinen Scorpius? Es gehen zwei. Krass, nee. Das ist, glaube ich, ganz selten. Wen habe ich denn? Von so Legacy-Charakteren habe ich Blue, Delta und Echo. Die habe ich alle drei, meine ich. Da fehlt noch einer. Aber dann habe ich noch Rexy. Und das war's. Ich hätte so gerne den Indoraptor. Nur für den Indoraptor brauche ich den Indominus Rex. Kann das sein? Für den Indominus Rex brauche ich den Raptor. Brauche ich einen Raptor und einen T-Rex. Die DNA. Ich kann ja einfach mal nachschauen, was ich habe. Warte mal. Ich habe doch mein Handy hier liegen. So. Jurassic World Alive. Du hast Beta. Ja, die bekommt man aber alle anscheinend auch nur geschenkt, oder? Kann man die irgendwie auch so sich verdienen? Den Giga bekommst du nämlich, glaube ich, nur, wenn du so eine komische Quest abschließt mit diesen seltsamen Standorten, da ich bin ja noch nicht so tief in dem Spiel drin. So, ich habe. Sekunde. Jetzt stehen da keine Namen mit dran. Das ist ja auch doof. Warum stehen da jetzt keine Namen mit dran? Naja. Auf jeden Fall habe ich Rexy, Echo, Delta. Dann habe ich noch den Dilophosaurus aus Jurassic Park 1. Das müsste der hier sein. Warte mal. Der Film ist vorbei, ja. Der Film ist durch. Ja, den hier. Kann man das erkennen? Nee, warte. Da so. Und ich habe auch noch einen normalen T-Rex irgendwo. Hier. Der ist sogar episch. Ist das sogar Rexy? Nee. Ne? Das ist Rexy heißt ja auch, glaube ich.
meine, ich habe auch noch Flexi irgendwo anders gesehen. Und dann da, weil es eben sehr gut zu Jurassic Park 3 passt. Obwohl mir das Design hier nicht so gefällt. Das Design sieht mehr aus wie der von Camp Cretaceous, meine ich. Kann das sein? Oder ist das der Spinosaurus aus Jurassic Park 3? Ihr seht schon wieder nicht, ne? So. Ja. Aber cool, dass es anscheinend auch sehr viele von euch zocken. Da haben jetzt schon ein paar auch mal geschrieben, dass die das auch spielen. Ich weiß nur nicht, wie man das irgendwie mal so als Community nutzen könnte, dass man da irgendwas mal mit anstellt. Ich müsste generell auch mal mehr Community-Events machen, wo ihr auch mal irgendwas mitmachen könnt, als immer nur zu schreiben. Oh Gott. Es gibt ein Spinosaurus Gen 2. Was ist... Ist hier irgendein Fenster aufgeploppt? Okay. Es gibt ein Spinosaurus Generation 2, der episch ist. Achso, das ist dann wahrscheinlich der richtige. Rexy habe ich nicht gekauft, nee. Das war aber eben auch nicht Rexy anscheinend, ne? Hat jemand geschrieben, das ist ein normaler T-Rex. Der ist aber anscheinend immer episch, oder was? Was, weil er so cool ist, dann gibt's so eine dritte Stunde Talk obendrauf. Ja, sorry, ey. Ich schwätze halt einfach echt saugern über Jurassic Park. Schmeckt T-Rex nach Hühnchen? Ja, definitiv. Das wäre auch das Erste, was wir als Menschen machen würden. Wir würden auf jeden Fall in jedem Fastfood-Lokal Dinosaurierfleisch anbieten. Es gab auch erst heute oder gestern gab es wieder irgendwo einen Artikel mit der Überschrift können Wissenschaftler einen Jurassic Park ermöglichen? Ich hatte das eigentlich, hatte ich das mal irgendwo gespeichert gehabt. Ich weiß aber nicht mehr. Ah, auf dem Handy, Sekunde, warte. Vielleicht finde ich das. Nee, da ist es nicht. Nee, keine Ahnung, wo es war. Scheiße. Irgendwo habe ich es gespeichert auf irgendeinem Gerät. Naja, kommen wir nochmal drauf zu sprechen irgendwann. Aber dann gibt es irgendwann bei Kentucky Fried Chicken dann frittierte T-Rex-Arme in so einer Riesenpackung einfach. Dann bringen sie ihren eigenen Rucksack von zu Hause mit. Mit Schleppseil. ist das normal, dass Jurassic World Alive so leckt auf dem Handy? Das leckt manchmal auch bei mir. Ich habe jetzt ein relativ neues Handy, also relativ neu, das ist das iPhone 13 Pro. Und da hast du das aber auch manchmal, dass das ab und zu so ein bisschen leckt. Das ist aber nichts Dramatisches jetzt, finde ich. Die Schnauze passt nicht und das Segel ist zu weit hinten. Meinst du jetzt im Vergleich zum echten Spinosaurus oder im Vergleich zu dem aus dem Film? Oder was vergleichen wir denn gerade? Im Vergleich zu was ist denn was wie? Ja. Hast du einen Clan? Nee, aber ich habe gar keinen Clan. Ich hab... Ich habe da noch gar keinen Clan drin, nee. Über Discord, ja, das wurde auch schon öfter angesprochen, ja. Ich muss mich da nochmal mit Jurassic Gaming zusammen quatschen, weil ich blick bei Discord immer noch nicht wirklich durch. Der macht das ja nahezu alles, was ihr da seht. Gebratene Saurierschenkel, ja, so einfach so ein paar Stegosaurus-Platten in die Suppe. Und das restliche Tier einfach auf den Müll schmeißen. Ne? So wie heute auch mit den Haien. Ja, die Menschheit ist so durch einfach. Es ist so krass, wenn du... Ey, ich lese halt morgens immer Nachrichten. Ich brauche sowas. Nicht in der Zeitung, sondern wirklich auch auf dem Handy. So modern bin ich dann doch.
Es ist einfach nur so krass, wie bescheuert die Menschheit ist. Das ist so unglaublich. Das ist in... Ach, ey, da könnten wir jetzt wieder ausholen. Naja. Willst du mein Team wissen? Ja. Die Frage ist aber, wie kann ich das Team dann aktivieren oder da beitreten? Das weiß ich eben nicht. Im Vergleich zum Film meinst du, okay. Was, Blue Level 15, Giganotosaurus Level 15, Su-Dingsbums Level 14, Indominus Rex Scan. Und einer, der gut aushalt, tut mein Team. Sind die alle in deinem Team drin, oder was? Die hast du aber gekauft, oder? Hast du die alle irgendwie so, die erspielt? Hast du gekauft, okay, krass. Na ja, gut. Ah nee, hast du nicht gekauft. Das Ja war, ob die in deinem Team sind. Die sind in deinem Team, ja, aber gekauft hast du sie nicht. Verstehe. Brachiosaurus-Hoden sind aber zäh, sagt man. Das sind doch aber auch so Teile dann, oder nicht? Barbecue-Klöten. Eine Packung Brachiosaurus-Barbecue-Klöten. Ja. Okay. So, Leute von heute. Dann sind wir jetzt heute offiziell sogar durch mit dieser Trilogie. Jurassic Park ist fertig. Ab nächstem Mal, beim nächsten Stream, haben wir dann das Logo von Jurassic World. Hier, wo jetzt noch Jurassic Park steht. Da ist sogar noch so ein Code drin für die digitale Version dieser Trilogie. Man dachte sich früher immer, wozu brauche ich so einen Scheiß, wenn ich es doch auf CD habe. Heute denkt man sich eigentlich saugeil. Hast du den Acrocanthosaurus? Oh, ist das auch so ein T-Rex-Verschnitt? Dann ja. Der Name sagt mir irgendwas. Würdest du es gut finden, wenn es einen weiteren Hybriden gibt? Ich würde es interessant finden. Ich könnte, also meine Idee wäre für diese neue Serie nächstes Jahr, dass man eventuell den Indoraptor nochmal zurückbringt, weil der hängt ja immer noch da im Lockwood-Anwesen auf diesem Skelett rum, und dass man da vielleicht die DNA von dem entnimmt und daraus irgendwas Neues klont oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, ich komme etwas zu spät. Du kommst schon hart zu spät. Aber das macht ja nichts. Man kann das ja alles nachholen. Das Geschwätz über Saurier. Gibt es feste Zeiten, Tage für die Watchparty? Sollte ich mal einführen eigentlich, gell? Aber aktuell geht es noch nicht so ganz. Deswegen muss ich halt immer gucken, wann ich da Zeit für habe. Aber ich sollte mal gucken, ob wir vielleicht einmal die Woche irgendwie festhalten können, irgendeinen Tag. Dienstag müsste eigentlich gehen, glaube ich. Dienstagabend immer. Musste noch mit dem... Ach stimmt, ich habe ja einen Hund. mit dem sollte ich echt nochmal gleich rausgehen. Ich war mit dem draußen, aber um... Ja, so langsam doch, sollte ich mit dem mal rausgehen. Gutes Stichwort eigentlich dafür. Ich glaube, der Hund müsste sich mal entleeren. Und der wird auch Kohldampf haben. Der bekommt nämlich noch gutes Fresschen gleich. Dann riecht er wieder aus dem Maul wie ein Gullideckel. Machen wir es wie so ein Gohan, der dem Dinosaurier täglich eine Scheibe Schwanz abschneidet. Ja. Wieso züchten wir eigentlich nicht einfach Dinosaurier, denen die Gliedmaßen nachwachsen? Das wäre noch wesentlich schrecklicher. Stell dir das mal vor, wir züchten Tiere, von denen die Glieder nachwachsen, nur um sie ein Leben lang zu schächten. Ja, der Mensch. Glückwunsch.
Ja. Hast du nicht das Event mit Giga gemacht? Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Nö, hab ich nicht. Ja, okay, Leute, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht mit euch. Ich glaube, heute wart ihr auch aktiv wie sonst noch nie zuvor, was ich ziemlich geil fand. Mag auch an der Uhrzeit liegen. Ich habe die jetzt ja verschoben von 15 Uhr auf 17 Uhr, weil mir einige geschrieben haben, 15 Uhr ist scheiße. Und anscheinend ist das wirklich besser später. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt durch hiermit. Die Jurassic Park Trilogie ist abgehakt. Ab nächstem Stream gucken, ob wir es nächste Woche schaffen. Geht's dann mit Jurassic World weiter. Die Animationsserie lassen wir erst beiseite und gucken dann, nachdem wir mit Dominion durch sind, ob wir die auch noch schauen. Und bei Dominion müssen wir noch quatschen, ob wir die Extended Edition machen oder die normale Version. Gut. In diesem Sinne bin ich raus dafür, für heute. Ich sage schon alle Ciao. Ich bin noch mitten am Reden. Das ist wie in der Schule, wenn der Lehrer gerade. Ja, übrigens, ihr könnt noch. Ah, es klingelt. Tschüss. Ciao. Auf jeden Fall euch auch einen schönen Abend. Macht das Beste draus aus dem Wetter. Bei uns sieht es ein bisschen grau aus von den. Von dem Bewölke. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend und denkt immer dran, dass ihr im wahren Leben keine Kosten scheuen sollt. Das ist ganz wichtig. So. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.